Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick frei zockt Fußball Manager 13 im Mikromanagement. Wir sind hier bei Werder Bremen. Wir schauen mal gerade rein hier in den Kalender, wie es aussieht die Woche und dann Spiel gegen Bayern. Super. So, Training. Da müssen wir natürlich die Einstellung machen, dass die Jungs hier Angriff trainieren, die hier Abwehr trainieren. Das kommt ja ganz gut momentan. Torhüter, zweite Mannschaft passt auch. Dann gucken wir mal, blicken in die Teamdynamik. Die geht ein bisschen bergab. Jugendmannschaft. Da gab es noch nichts Neues. Zweite Mannschaft hat derzeit keine Verletzte. Das ist auch gut. Erste Mannschaft. Ja, die sollte sich entwickeln. Der Gigi, der macht mir Probleme. Ich weiß nicht so richtig, was ich mit dem anfangen soll, wenn ich ganz ehrlich bin. Das ist so ein Spieler, der steht bei mir jetzt eigentlich schon fast auf und den könnte man verkaufen, in der Winterpause planen. Und dafür dann lieber noch was anderes holen. Ich sag mal, Innenverteidiger oder, ja, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, halt die Mannschaft stärken und so weiter. So, Schulprojekt, schicken wir wieder Militz hin. Trainerschulung macht unser Co-Trainer. Fußball-Tennis beobachten soll der hier. Ein Bolzplatz einweihen, das darf der Ekici machen. Wie gesagt, mit dem rechnen wir nicht mehr großartig. Der passt nicht in unsere Formation so richtig rein irgendwie. So, Hallenturnier beobachten, das macht der hier mal. Und Ferienkämpfe anstalten macht ein Jugendtrainer. So, haben wir sie doch wieder alle unter. Können sie mal anfangen. Hammer-Talente haben wir da schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ey. Beobachtungsliste, wenn wir uns das so angucken. So Jugendmannschaft, die ist nicht gerade schlecht. Da haben wir einige dabei. Das hier ist ein Kandidat, also... Wenn der ein bisschen besser wird, aber wir geigen die durch, also wir kloppen die durch die Jugendmannschaften durch. Und nur wenn Not in Verzug ist, gehen wir hin und nehmen die schon unter Vertrag. So, Summe erhöhen, Laufzeit senken, Anzahl erhöhen. Mal gucken, was sie machen. Laufzeit schon mal gesenkt. Okay, wir unterschreiben. Thema durch. 16.000. Wir haben noch 4 freie Banden und ja. Einzelpreis ist das nicht mal der schlechteste Vertrag, den wir abgeschlossen haben. Da gab es schlechtere. Sind wir mal gespannt, was wir da noch alles an Sponsoring reinkriegen. Wir brauchen ja die Kohle. So, gegen Bayern, das ist natürlich so eine Geschichte. Da können wir Freikarten anbieten, wollen nämlich verarschen, zum Auswärtsspiel. Ah ne, gegen Frankfurt können wir Freikarten anbieten. Ja, machen wir mal gegen Frankfurt 2500 Freikarten, der Sponsor raushauen darf. Vielleicht bringt das seine Laune ein bisschen in die Höhe. Ich meine, der bezahlt uns 11 Millionen. Da können wir mal 2500 Karten dem zur Verfügung stellen. Wo er ein bisschen, Grams mitmachen kann. So, meine Frau hat einen gebrauchten Kleinwagen gegen die Garagenwand gesetzt. Ist ja sehr peinlich, ja. Macht ja nichts. Aber wir haben ja gar keinen Kleinwagen, oder? So ein richtiger Kleinwagen ist da nicht dabei. Das ist ein Kleinwagen, aber naja. Und man war weiter. So, ich bin am Überlegen, ob wir noch ein paar Apartments kaufen sollen, um den Wert hier noch ein bisschen zu steigern. Wir haben ja 5,77 Millionen. Also jeder Euro, den wir monatlich mehr einnehmen, ist natürlich schick, ne? Und wie gesagt, es bringt 600 Euro Miete.
Ich habe keine Ahnung, nicht, dass wir irgendwann, weil wir zu viele Mietwohnungen haben, nicht, dass dann deshalb am Schluss der Rechner abschmiert. Also ihr seht schon, ich baller da richtig raus. So, 30.000, also haben wir jetzt 60 Wohnungen. Sehe ich das richtig? Break, Quatsch, 600, also haben wir 50 Wohnungen. Nee, kann auch nicht sein. Was rechne ich denn? Also, wir verdienen 600 Miete. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich glaube, ich lasse das besser. Ich glaube, ich mache besser mal kein Kopfrechnen jetzt. Ich glaube, das ist. Nee, das müssten 50 Wohnungen sein, oder? Alter, das kann doch nicht sein. Doch, passt doch. 600 mal 50 sind 30.000. Taschenrechner extra rausgekramt. Die ist peinlich. Ey, Kopfrechnen, es hat doch hingehört. Ich habe erst gesagt 60, weil ich davon ausging, dass 500 Miete ist. Und dann habe ich gesagt, nee, Quatsch, das sind ja 600 Miete. Dann habe ich gesagt, 50 Wohnungen. Und dann wurde ich unsicher, ob das hinhaut. Aber es haut hin, logisch. 6 mal 5 und 4 Nullen drin, 6 mal 5 und 3 Nullen dran, meine ich. Ich bin gerade vergessen. Einfach alles, was ich erzählt habe, gerade passt schon. Ich bin völlig neben der Spur. So. Der Aktienkurs, den hatten wir da unten irgendwann mal verkauft. Mittlerweile war er schon mal wieder höher und so, ne? Schon krass. Irgendwo da unten hatten wir mal Aktien. Von Austria Wien. Tja, so geht's. So, da gibt es wieder einige Angebote, aber wir können nicht weg. Wir haben einen Dreijahresvertrag und wir haben keine Kündigungsrechte. Das heißt also, wir müssen entweder werden wir gefeuert oder wir müssen einfach durch. Ich hoffe, dass wir noch einen Levelaufstieg schaffen. Dann müssen wir noch ein paar Spielchen gewinnen. Bin ich mal gespannt. So, ich mach mal flott weiter, dass wir hier ein Stück vorankommen. Und mit Ekichi wirklich. Also ich mache mir da echt Gedanken. Was wir mit dem Kerl anstellen sollen. Ich habe irgendwie das Gefühl, der passt momentan nicht so wirklich in unsere Mannschaft. Kein Platz, wo ich den einsetzen könnte. Oh, die B-Junioren spielen gegen Dynamo Dresden 3 zu 3. Ja, Rafinha ist von Alakri total genervt, weil dieser offensichtlich den Ernst der Situation nicht kapiert. Wir gurken rum und der macht noch Witze, meint er. Das kann ich nicht ab. Wup. Feinde, wetten? Ja, die haben jetzt Streit. Super. Und schon rauscht's runter. Es ist die Mannschaft hier, die ist gerade Bahnhof. Das kann man echt so sagen. Die ist völlig Panne. Da funktioniert gerade gar nichts. Die ist zusammen. Ich habe den Eindruck, die hat irgendeiner mit einem Würfel zusammengestellt. Also irgendwie ist das ein bisschen strange. So, wir müssen hier wieder Leute nach Hause schicken, die nicht in unsere Mannschaft passen. Damit wir eine vollständige Mannschaft haben, nehmen wir den Linksverteidiger mal noch mit rein. Auch wenn ich ihn eigentlich da nicht haben will, aber dass wir wenigstens eine vollständige Mannschaft haben. Und dann kann der jetzt, also jetzt kommen immer noch so viele Spieler dazu, dass die Bank gefüllt wird. Und hier kommt gar keiner mehr dazu, weil die Mannschaft, die ist voll und wir brauchen dringend einen Torhüter. Also ich hoffe, dass wir irgendwann einen Jugendspieler finden, der ein guter Torhüter ist, dass wir den da schon mal einsetzen können. Ich müsste jetzt hier normalerweise anfangen, müsste sagen, okay, alle viereinhalb, also alle dreieinhalb Sterne Talente, die unter 40 Stärkepunkte liegen, müssen wir rausschmeißen und heimschicken. Eigentlich müsste ich damit jetzt anfangen, um die Mannschaft noch weiter nach vorne zu pushen. Aber ich sag mal, Platz 4 international und Platz 1 in Deutschland, in der Jugendarbeit, lassen wir einfach mal so stehen und sagen, das passt schon so. Ich will das jetzt auch nicht übertreiben hier.
Gab es eigentlich hier Stress? Nee, dann nehmen wir Geld ein, sehr schön, seit wir es angepasst haben. 47.000, 42.000, also da geht was voran. Das freut mich. Und da unten gibt es auch keinen Stress mehr wegen Toiletten. Komisch, ich war bei 100% und kann trotzdem, naja, egal. So, Fulham gesagt und wollte sagen, nicht Fulham, sondern Fulham. Und habe dann die ganze Zeit anstatt Fulham, Fulham gesagt, warum auch immer. So, also, Meisterliga, Gruppe A, FC Fulham vor Atletico Madrid. Dann haben wir in der Gruppe B Paris Saint-Germain vor Bayer 04 Leverkusen und Sevilla. Dann haben wir hier Manchester City vor Malaga. Oh, und Dortmund 0 Punkte, aber Malaga, guckt euch das mal an, das ist unsere alte Mannschaft, die 6 Punkte in der Gruppe. Also wenn die jetzt einen Champions-League-Sieg schaffen oder sowas, wenn wir nicht mehr dort sind, dann kriege ich einen Hals. So, Borussia Mönchengladbach, 4 Punkte. Zenit St. Petersburg, naja gut, also so toll sind die nicht mehr. Bayern München, Red Bull Salzburg in der Gruppe ziemlich weit oben, Real Madrid vor FC Basel in dieser Gruppe und in der Gruppe H haben wir AS Rom und Istanbul mit je 4 Punkten. So, Scout kehrt zurück, hören wir immer gerne. Scouting abgeschlossen von dem hier. Boah. Alter, den müssen wir eigentlich müssen wir mal zusehen, dass wir den beiholen. Aber der kann kein Deutsch. Das ist das Problem, der kann kein Deutsch. Kriegt dann wieder Sprachprobleme. Wie viele spanisch sprechende Leute haben wir denn bei uns im Team? 1. Zwei. Ja gut, dann könnte man den eigentlich dazu holen. Dann würde er sich zumindest mal nicht mehr so allein fühlen hier. Ist halt alles so eine Sache. Auf dem hier geht gerade ein bisschen die Spielpraxis flöten, habe ich einen Eindruck, oder? Ja, Form und Zufriedenheit sinkt. Der ist jung. Den müssen wir eigentlich auch mal einsetzen. Gegen Bayern München die Startelf sieht schlecht aus. Na, mal gucken, ob wir einen einwechseln können da eventuell. Schauen wir mal. So, Taktik. Stellen wir schon mal ein paar Sachen ein. 10.000 wollen wir zahlen. Wenn es gut geht. Wenn es nicht gut geht, auch nicht schlimm. So, dann sind wir Europa League, Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C mit Hannover 96 auf Platz 2, Gruppe D, Gruppe E mit Hoffenheim auf Platz 1, vor Chelsea, krass. Schalke auf Platz 1 von Gruppe F. Gruppe G, ups, Gruppe H, Gruppe I, Gruppe J, Gruppe K und Gruppe L. Oh, und Schulungszentrum ist fertig, das ist ultra nice. Was können wir hier noch? Oh, ein bisschen teuer. Oh, ist auch ein bisschen teuer. Das können wir uns leisten. Schulungszentrum auf Level 5 aufstocken. Für 400.000. Okay, weiter geht's. Scouting abgeschlossen. Und einen Tag weiter.
kurz und bündig. Kriegen wir das Spiel gegen Bayern noch in den Part rein? Ich würde sagen, kriegen wir noch in den Part rein. Wow, Alter, haben die einen Lauf. Boah, das ist Topspiel, sind wir. Platz, wo gegen Platz 3 in der Tabelle? Das ist ein wichtiges Spiel. Wenn wir gegen die gewinnen sollten, das wäre der Hammer. Jugendspieler erreichen Trainingsziele. Das ist schön. Können wir auch nochmal reingucken dann. Merchandising. Ist die Entwicklung abgeschlossen? Dann sollten wir vielleicht noch was Neues entwickeln, wie Magneten. Lange Autogrammstunde. Ach du lieber Himmel. Man hat eine Autogrammstunde. Na, ist egal. Es hat ihm gut getan, wie es aussieht. Aus der Scouting-Datenbank gibt's nichts und die Jugendspieler haben das Trainingsziel erreicht. So, und dann gehen wir in unser Schlachtfest, wo wir hoffentlich nicht dran, nicht so viel auf die Fresse kriegen. Sagen wir es einfach mal so. So, wen haben wir da noch? Barkfrede. Ja, komm. Schmeißen wir den noch raus, holen den Ekichi noch rein. Kobylanski, das passt schon, dass wir den da mit dabei haben. Der hat ja einen guten Job gemacht eigentlich beim letzten Mal, wo wir ihn eingesetzt hatten. Puh, das wird spannend. So, wir im Auswärtstrikot in München in der Allianz Arena. Die sind natürlich um einiges besser wie wir. Ja, sagen wir einfach, gebt euer Bestes. Alles andere wäre Selbstmord. Die Kabine von denen ist natürlich arg beeindruckend hier im Hintergrund. Ich hoffe, sie beeindruckt unsere Mannschaft nicht so sehr, dass am Schluss gar nichts mehr geht. Boah, 10 aktuelle Nationalspieler haben die Bayern unter Vertrag. Und das nicht aus irgendwelchen kleinen Ländern wie heißt das Ding? San Marino? Heieiei, Boateng, Badstuber, oh Gott. Naja, sind wir mal gespannt, wie wir uns da anstellen. Wir haben ja eigentlich ganz gut gespielt, die letzten Spiele. Vielleicht können wir ein bisschen was mitnehmen und können hier mal gegen die Bayern zeigen, was wir können. So, die spielen schon mal zurück. Wir fangen den Ball schon mal ab. Wow, böses Foul hier. In der ersten Minute gleich mal für Dressler, wer auch immer das ist. Ich kenne den gar nicht. Gelbe Karte wegen Foul an Elia. So, kurz gespielt. Abgefangen vom Badstuber. Tja, und da läuft der Ball und wow. Der ging nicht ins Aus. Oh, oh, Müller vom Tor. Müller trippelt. Müller vom Tor. Haken links, Haken rechts. Wir können den Ball zum Glück abnehmen. Und Elia schlägt ihn lieber ins Aus, als dass wir hier das Risiko eingehen, dass der Müller den einschiebt. So, super. Auf Alagui. Der wird schon wieder gelegt. Von wem? Diesmal. Wer ist das hier? Badstuber. Was macht der so weit vorne? Wir sind 8 Minuten rum. Wir haben noch kein Tor gefangen. So, Schulz. Was war denn das für ein komischer Ball da von dem einen? Tja, neuer Held. 10 Minuten, der erste Torschuss von uns. So, Elia. Oh, und schon wieder so ein böses Foul. So, Alagui ist durch, Alagui ist durch. Oh. Warum hat er den nicht quergelegt? Der stand völlig frei, der Peckert. Wir haben auch keinen Verletzten. Ich habe Angst ein bisschen. Elia haben sie bös getreten. 51er Fitness, frische hat er nur noch. Ich hoffe, der kann sich nochmal erholen. So, weiter Ball.
Der Colton weg und da kommt an bei Luis Gustavo. Groß. Oh, schön abgefangen hier von Amat. Sehr schöne Parade hier von Trapp. Wow. Ja, die Mannschaft gefällt mir, wie die spielt hier gegen München. Wow, super. Er lag wie in die Mitte, genau auf Peckert. Wow, Neuer kommt noch dran. Unglaublich. Was? Das war doch kein Foul. Da habe ich auch andere Dinger gesehen. Die waren mehr ein Foul wie das da. Wow, Ball abgefangen. Auf Hopp zieht ein Bayern die Lederhosen aus. Auf Junuzovic. Sehr schön. Auf Peckert. Ah, Mist. Junuzovic. Wieder nix. Ah, Mann. Sehr schön, sehr schön. Und Peckhardt, komm, tank dich durch. Freistoß. Das muss Freistoß geben. Wenn das keinen Freistoß für uns gibt, den mache ich auch nicht. Hoffentlich schießt den einer, der das kann. Wow. Schade. Wirklich schade. Ui. So, jetzt aber Alagui auf Peckert. Peckert ist durch. Peckert ist durch. Spielt nach außen auf Arnautovic, der trippelt, bleibt hängen, hat den Ball wieder auf Peckert. Peckert ist durch. Peckert ist durch. Das darf nicht wahr sein. Und Neuer hält. Was ein Glück hat er den abgefangen, ey. So, Groß auf Gustavo, der auf Müller. Boah. Boah, was ein Ball. Aber naja, direkt in die Arme von Neuer. 33 Minuten rum, stehen wir noch 0-0. So, Junuzovic, Elia. Wunderbar, in den Lauf und Neuer kommt raus und haut ihn weg, bevor der Alagui drankommt. Der hätte ja ruhig mal ein bisschen mehr anstrengen können. Müller, Wahnsinnsball auf Robben. Den reinköpft, direkt zu uns. Sehr schön. Und Elia, komm. Elia, mach nicht so lang rum. Nimm doch einfach mit. Müller! Boah, der war nicht drin, der war nicht drin. Das, wie geil ist das denn? Der schießt oben dagegen, der kommt genau auf der Linie runter, dotzelt da rum und geht nicht rein. Da sind wir Robben. Den haben sie gut modelliert. Der sieht sich ähnlich. Der Robben. Der Ribéry auch, so ein bisschen. Aber viele andere sehen sich da kein bisschen ähnlich. So Alagui. Alagui ist schnell. Wir trainieren Schnelligkeit und alles. Oh, hau den doch mal aufs Tor, Mann. Die erste Halbzeit ist eigentlich schon rum. Wir befinden uns in Nachspielzeiten, steht immer noch 0-0. Ich bin stolz, aber wenn wir den Punkt mitnehmen, das wäre der Hammer. Gegen Bayern, hallo, gegen Bayern. Wow, Bayern 04 Leverkusen. 3-0 gegen Köln in der ersten Halbzeit. Sind nicht die einzigen, die hier viele Tore machen. So, aber Elia ist angeschlagen. Ich weiß nicht, das ist nicht gut. Den nehmen wir runter. Ja, lasst uns genauso weitermachen. Dann fügt sich alles zusammen, sagen wir denen. Für die Frische, ich bin am überlegen, wir verschwenden. Nee, machen wir nicht. Wir massieren hier die 90er. Der Peckhardt, der muss ein Tor machen. Der wird auch noch massiert. Dass der auch wieder auf 97 kommt, da hat er bessere Chancen, ein Tor zu schießen. Das Teamwork ist bei 64. Stimmung ist gut. Jetzt gucken wir, dass die Stimmung auch gut bleibt. Wir motivieren mal ein bisschen die Viererspieler.
Wir loben die Spieler, die gute Noten haben. So. Und dann würde ich sagen, hauen wir es wieder auf den Platz. Ja, schade, dass wir Elia rausnehmen mussten. Der war einfach nach dem Foul zu stark angeschlagen, hat sich nicht mehr erholt. Aber der andere war ja auch nicht schlecht da, der Kollege. So, er lag wie frei vom Tor und, naja, hätte man mehr draus machen können. Also wer gegen Bayern seine Chancen nicht nutzt, ja, der hat meistens schlechte Karten. Gegen die Mannschaft muss man die Bälle nutzen. Und wer die dann immer so vorbeisemmelt da, weil er irgendwie das Tor nicht trifft, das ist ärgerlich. Ey, wirklich, der Alak wieder gefällt mir hier gar nicht. Wir nehmen jetzt mal einen rein, den die noch nicht kennen. Mit Kobi Lanski. Den können sie sich vielleicht nicht ganz so gut einstellen. Schauen wir mal. Ist ein unbekannter Spieler ja eigentlich für die und für die Liga. Die haben zwar, der hat glaube ich zwar auch schon mal eine Saison gespielt. Boah, Trapp. Die hatten ja mal so eine Phase, die Werder, die hatten so jede Menge Spieler, die ja eigentlich nicht erstligatauglich waren und aus der Jugendmannschaft kamen und so einfach mal in die erste Mannschaft gesteckt. So, der Ball läuft, Pekard, Kobylanski macht Druck, sehr schön gemacht. Da ein Freistoß ist mir recht, Hauptsache stören, dann können wir die Abwehr wieder aufbauen. War ein gutes taktisches Foul, was er da gemacht hat. Das war nix. Junuzovic, ich glaube, der geht langsam auch auf den Zahn. Vielleicht so Pekard. Pekard. Oh ja! Ich hab's gesagt. Da ist das Tor drin von Martin Kobylanski. Wahnsinn, der 6. Minute. Der ist noch hungrig. Der bleibt am Ball. Der zieht durch und kennt kein Zurückstecken. Alakwi ist 30. Der ist nicht mehr so hungrig. Deshalb haben wir den da auch ausgewechselt. Sehr schön. Wir führen. Wir führen gegen den großen FC Bayern München 1-0. Das ist nicht zu glauben. Boah. Ja, jetzt ist noch die Frage, wen holen wir noch rein? Kann der eigentlich offensiv? 69, das ist auch nicht so der Knaller, aber... Wir versuchen es einfach mal. Wir schauen einfach mal. Mal gucken, ob er das kann. Hier ist ja auch Spielmacher und so, ne? Schauen wir mal, was der da so bewirken kann. Vielleicht ist das ja ein guter offensiver Mittelfeldspieler. Wir wissen es nur noch nicht. Ist jetzt riskant, was ich mache. Ich weiß, aber ich traue es dem zu, dass der als offensiver Mittelfeldspieler uns helfen kann. So, sehr schön gemacht von Pekard. Da ist Ekicis erstmal am Ball. Schön auf Arnautovic. Der trippelt sich außen rum. Arnautovic. Oh, was war denn das für ein Schuss hier, bitte? Wenn der früher kommt auf Kobylanski, dann fällt hier das 2-0. Boah, ein abgefälschter Ball gibt Eckball. Ein Standard für den FC Bayern in der 70. Minute. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Sehr schön. Haben sie gut aufgepasst. Der Ball läuft. Kobylanski ist dran. Kobylanski ist durch. Kobylanski geht allein aufs Tor zu. Jetzt die Nerven behalten. Und Nachschuss kommen. Oh, kommt er nicht mehr dran. So, Schulz. Wow. Tja, gut, da stand er voll im Abseits. Aber bei dem Jungen merkt man, der hat Ehrgeiz. Der hat Feuer, der hat Hunger.
nicht der beste Spieler, den wir haben, aber der hat Hunger, der zieht zum Tor, der will ihn reinmachen. Der kämpft um den Ball ohne Rücksicht auf Verlust, so. Oh oh. Boah, Glück gehabt. Ekeci sieht Kobylanski, der sieht Pekard sieht Jakovlev. Naja. Ich muss gerade mal gucken, wer ist denn das hier? Alexander Dressler, das ist irgendwie... Alter 20, Talent hat er, eigentlich ist er rechts außen. Und bedient Müller super, aber Trapp hält. Bin ich happy, dass der Trapp den hält. Sehr schön gemacht hier von unserer Abwehr. Super, Casimiro. Was machen die denn? Was macht denn der Ekeci da? Alter, kann der überhaupt was? Wow! Boah, Trapp. Mein Mann, ey. Ja, wo rennt ihr denn hin? Gib Gas! Oh. Jakovlev holt sich die gelbe Karte ab. Weil er da einen Ball grätscht und dann noch einen Gegenspieler mitnimmt. Da war das aber nichts, war viel weiter hinten. Super, der Trapp. Der macht heute Spiel seines Lebens, glaube ich. So, Jakovlev. Ah. Tja, Schweini, ne? Hast du gedacht? Super Ball auf Ekeci. Kobylanski zum Zweiten. Der Typ, der wird gerade Millionen wert. Er macht gegen FC Bayern München 2 Tore. Unglaublich. Sehr schöner Ball. Sehr schöner Ball hier von Ekeci auf Kobylanski. Der dreht sich rum und haut ihn einfach rein. Hat wohl keiner mit gerechnet. Das ist geil. Der schwächste Stürmer, den wir haben. Oh, was war das denn? Jetzt holt er sich auch noch die gelbe Karte ab. Der nimmt heute das volle Programm mit. 2 Tore und eine gelbe Karte. Sehr schön hier wieder den Angriff abgewehrt. Martinez, keine Chance. Oh oh, boah, Trapp wehrt ab. Sehr schön gemacht. Ja, unsere Abwehr momentan ist irgendwie so. Ist ein bisschen der Wurm drin. So, jetzt Ekeci hier auf Arnautovic. Der Ball kommt an auf Pekard. Pekard ist durch. Spielt auf Kobylanski. Der steht schon wieder frei vom Tor und macht sein drittes. Es darf nicht wahr sein. Was hat denn der für einen Tag? Was hat denn der geschnupft? Was hat denn der geraucht? Ist ja der Hammer. Der schlechteste Stürmer bei uns in der Mannschaft. Den haben die wahrscheinlich völlig unterschätzt. Und wir sind jetzt im Lauf. Und das war's. Wir gewinnen. Wir gewinnen gegen FC Bayern München 0-3. Nur wegen Kobylanski. Ja, ich dachte noch so, oh, wenn ich den jetzt aufstelle, ob das so gut ist. Aber ey, der hat's gebracht. Der hat's voll gebracht. Der hat's voll das Joker-Ding gezogen hier. Das ist ja unglaublich. Macht er in einem Spiel gegen Bayern 3 Tore? Ich glaub's einfach nicht. Das ist der Hammer. Das ist einfach der Hammer. Ich glaube, dieser Marktwert, der ist gerade senkrecht in die Höhe. Kann das sein? Das ist ja der Hammer. Oh oh, Fortuna Düsseldorf. Die schlechtesten Saisonstarts. So, Trapp, sehr, sehr gute Note und Kobylanski eine 2,0. Eigentlich hat er auch eine 1,0 verdient, aber der hat echt einen Sieg festgehalten, hat hinten die 0 festgehalten, der Trapp. Echt der Hammer, was die für ein Spiel gemacht haben. Neuer war zwar auch gut, aber die anderen, die haben ziemlich abgestunken. Die haben heute nicht so wirklich gut gespielt, glaube ich.
Ja, und uns bringt das in eine gute Position mit 15 Punkten, ein Punkt hinter Bayern München auf Platz 3. Ich meine, wie ich gesagt habe, wir wollen hier Dortmund 2 werden, so nach dem Motto, wir wollen die alle da hoch. Und Kobylanski schafft es auch gleich noch in die Mannschaft des Tages. Alter, was geht mit dem, ey? Also ich meine, ich wollte Werder die Richtung geben, ja. Ich wusste nicht, dass das so schnell geht, dass wir uns hier unter den Top 3 Mannschaften platzieren. Alter, war das ein geiles Spiel. Oder? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich schreibe es mir mal in die Kommentare. Vorstand ist begeistert. Vorstand ist sehr begeistert. So, Lederhosen. Weil wir in Bayern die Lederhosen ausgezogen haben, haben wir gekriegt. Mannschaft der Woche, die müssen wir natürlich noch loben. Ja, Bremen 2 gegen Heidenheim verlieren wir leider. Schade. Und der hat sich eine Knöchelprellung zugezogen. Auch nicht gerade wirklich förderlich. Ah, ich muss mich jetzt erstmal erholen hier von dem Wahnsinnsspiel. Das hat mich ja richtig mitgerissen, richtig vom Hocker gehauen. Echt unglaublich. Also, wer hätte das gedacht, oder? Ich habe gedacht, wir kriegen da voll die Klatsche gegen Bayern München. Aber nein, wir haben die geschlagen. 3-0. Am 7. Spieltag. Und schon kommen neue Sponsorenangebote rein. Medizin für ein Jahr. Ja, das ist sogar ein guter Betrag. Verhandeln wir. Versuchen wir die Summe ein bisschen zu erhöhen. Mal gucken, ob es uns gelingt. Nicht so wirklich. Unterschreiben wir einfach. Nehmen die 423.000 noch mit. Alter Schwede, ey. Ich bin echt, also ich bin, puh, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, so bin ich. Also das ist, so, was kann man dem sagen? Ja, auch super letztes Spiel halt, ne? Alter Schwede, ey, 3-0 gegen Bayern München. Das ist natürlich der absolute Oberknaller. Ich hoffe, ihr habt bei dem Spiel genauso viel Spaß gehabt wie ich und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Nick frei zockt, Fußballmanager 13 im Mikromanagement mit Werder Bremen in der ersten Bundesliga. Und ich bin gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye-bye.